Jeder von euch kennt das Element Aluminium. Du kennst es zum Beispiel als Verpackungsmaterial für Lebensmittel oder als Baumaterial für die verschiedensten Dinge, wie zum Beispiel das Fußballtor, die Leiter, der Fensterrahmen, der Fahrradrahmen, Transportboxen, sämtliche Profile und so weiter und so fort. Aluminium wird so ziemlich überall verwendet. Und das hat auch seinen ganz besonderen Grund, denn Aluminium ist nicht nur das dritthäufigste Element der Erdkruste, es ist sogar das häufigst vorkommende Metall. Aluminium ist leicht und dennoch stabil. Es ist formbar, lässt sich nach Belieben veredeln und ist extrem kosteneffizient. Eine ganz besondere und enorm wichtige Eigenschaft ist es aber, dass Aluminium unglaublich witterungsbeständig ist. Wie viele Metalle bildet Aluminium im Kontakt mit Sauerstoff eine ganz natürliche Oxidschicht, die aber im Gegensatz zu anderen Metallen wie zum Beispiel Stahl bei etwa 3 Nanometer zum Stillstand kommt und so das Metall darunter vor gasförmigen und flüssigen Medien schützt. Deshalb korrodiert Aluminium auch nur dann, wenn diese Schicht zerstört wird. Das chemische Element Aluminium mit der Ordnungszahl 13, das findest du in der dritten Gruppe des Periodensystems, die sogenannte Bohrgruppe. Das Element Aluminium ist also sehr reaktionsfreudig und tritt deshalb in der Natur nur in chemisch gebundenem Zustand auf. Aber wie gelangt jetzt Aluminium ins Wasser? Auf natürlichem Wege wird durch Verwitterung, also sauren Regen und den entsprechenden aluminiumhaltigen Mineralien im Boden, Aluminium freigesetzt und kann so im Grundwasser in Lösung gehen. Ja, zu nennen sind hierbei Mineralien wie der Orthoklas, der Anorthit oder der Albit. Sogar in Edelsteinen kommt Aluminium vor, wie zum Beispiel der Rubin oder auch der Saphir. Aluminium gelangt aber auch durch zum Beispiel Düngemittel der Bauern, durch Sickerwässer, aber auch durch Ausscheidungen aus dem Körper ins Wasser. Und genau hier wird es interessant, denn die Aufnahme größerer Mengen Aluminium beim Menschen können gesundheitsschädlich sein. Folgen sind zum Beispiel Sprachstörungen, Kopfschmerzen, neuronale Schäden. Aluminium kann wichtige Prozesse des Körpers so verändern, dass Gewebeschäden und Knochenweiche die Folge sind. Über Langzeitfolgen wird in der Forschung noch immer diskutiert. Man nimmt zum Beispiel an, dass Aluminium auch seinen Anteil an der Volkskrankheit Alzheimer hat. Jedoch ist eine geringe Aufnahme von Aluminium im Körper gesundheitlich unbedenklich. So das Bundesinstitut für Risikobewertung. Man geht davon aus, dass ein Großteil der Bevölkerung allein über Lebensmittel ca. 0,5 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht aufnimmt. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, sie legt 1 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Woche als maximal tolerierbare Aufnahmemenge fest. Für Trinkwasser gilt nach der Trinkwasserverordnung ein Grenzwert von 0,2 Milligramm pro Liter. Liegt der Wert drüber, darf es nicht mehr Trinkwasser heißen. Dieser Wert gilt ebenso für Schwimm- und Badebeckenwasser als oberer Wert, nach der allgemein anerkannten Regel der Technik DIN 19643. Der wesentliche Aspekt für diesen oberen Wert im Schwimm- und Badebeckenwasser, der liegt hauptsächlich an der Ästhetik. Denn viel Aluminium in Wasser würde man an einer milchigen Trübung sofort erkennen. Und das ist nicht besonders einladend, oder? Würde ich also einmal die Woche zum Schwimmen gehen, dann müsste ich insgesamt neben der wöchentlichen Lebensmittelaufnahme und bei einem tatsächlichen Grenzwert von 0,2 Milligramm pro Liter insgesamt 187,5 Liter Beckenwasser trinken, um die maximal tolerierte Menge zu erreichen. Dennoch ist das Überschreiten eines solchen oberen Werts von 0,2 Milligramm pro Liter nicht unmöglich, aber unwahrscheinlich selten, und deshalb gehen wir weiter zur Aufbereitungsanlage. Aluminiumverbindungen werden ganz bewusst bei der Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser, also für das Wasser im Schwimmbecken, eingesetzt. Denn negativ geladene und kolloidal fein disperse Stoffe, also Fette, Öle und Cremes,
Die werden hauptsächlich durch den Badegast ins Wasser eingetragen und bilden in Verbindung mit dem Chlor im Wasser, der unterchlorigen Säure, sogenannte Desinfektionsnebenprodukte, die wiederum gesundheitsschädlich sind. Die unterchlorige Säure, das frei wirksame Chlor im Wasser, ist lediglich ein Desinfektionsmittel, welches Bakterien abtötet und Viren inaktiviert, der klassische Infektionsschutz. Aber jeder von euch kennt wahrscheinlich den typischen Schwimmbadgeruch, Schleimhautreizungen und rote Augen nach dem Tauchen. Ganz besonders merkt man das aber, wenn du nach dem Badbesuch zu Hause dein Handtuch aus der Tasche holst und dir der Schwimmbadgeruch wieder in die Nase steigt. Das ist dann ein Zeichen dafür, dass gebundene Chlorwerte, also das frei wirksame Chlor mit eben den fetten Ölen und Cremes, erhöht sind. Wir nennen sie Chloramine. Aber mehr dazu beim Buchstaben D, zurück zum Aluminium. Diese negativ geladenen kolloidal fein dispersen Stoffe, also fette Öle und Cremes, die sind so klein, dass sie nicht im Filter hängen bleiben und einfach durchsausen. Deshalb würden sich diese weiter und weiter konzentrieren und damit natürlich auch das Desinfektionsnebenprodukt, also die Chloramine, ansteigen. Wir brauchen also irgendwas, das dies verhindert. Und genau hier kommen in der Aufbereitungsanlage die unter anderem Aluminiumverbindungen ins Spiel. Aluminiumverbindungen wie Aluminiumsulfat, Aluminiumchlorid, Hexahydrat, Natriumaluminat, Aluminiumhydroxidchlorid, Aluminiumhydroxidchloridsulfat oder Polyaluminiumchlorid. Diese Aluminiumionen bilden im Wasser sogenannte Aluminiumhydroxide, deren Oberflächenladung positiv ist. Das heißt, dass sie in der Lage sind, die negativ geladenen kolloidal fein dispersen Stoffe zu entstabilisieren, diese zu binden, dass am Ende eine filtrierbare Flocke entsteht. Diesen Vorgang nennen wir den Flockungsprozess oder in Verbindung mit dem Filter die Flockungsfiltration. Die Flockung durch zum Beispiel Aluminiumverbindungen ist also ein wesentlicher Bestandteil bei der Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser. Denn nur durch diesen Vorgang ist es möglich, dass wir hier in Deutschland vergleichsweise zu anderen Ländern sehr wenig Chlor zugeben müssen. Ein erfolgreicher Flockungsprozess ist aber nicht nur von baulichen und technischen Aspekten abhängig. Es zählen neben der richtigen Impfstelle die Reaktionszeit, die Fließgeschwindigkeit, die Dosiermenge, aber auch chemisch-physikalische Bedingungen wie der pH-Wert und die Säurekapazität. Denn die Flockungsbildung kann auch nur in einem bestimmten pH-Wertbereich funktionieren. Der liegt bei 6,5 bis 7,2. Wenn diese Parameter eingehalten werden, kann Aluminium durch die Flockungszugabe maximal nur bis zum Filter gelangen und wird mindestens zweimal die Woche durch den Rückspülprozess des Filters wieder ausgetragen. Zu guter Letzt fehlt eigentlich nur noch der Nachweis. Also wie es denn tatsächlich mit dem Aluminiumwert im Beckenwasser aussieht. Dazu verwenden wir die klassische photometrische Messung mit Tropfen. Das Ergebnis sagt uns aber nicht nur, wie viel Aluminium jetzt im Beckenwasser ist, vielmehr überprüfen wir damit, ob der Flockungsprozess erfolgreich war. Zusätzlich werden die Einhaltung der Parameter, auch Aluminium, von den zuständigen Gesundheitsämtern regelmäßig überprüft. Also ihr seht, hier ist nicht nur entscheidend, dass das Fachpersonal einen guten Job macht. Es zeigt auch, dass die Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser äußerst interessant sein kann. Ba-dum-bum-du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 -